In diesem Video möchte ich dir erklären, was der Stale State genau ist und wie du hineinkommst. Der Stale State wurde begründet von James L. Stale. Er lebte 1808 bis 1859 und er war ein schottischer Chirurg. Und warum ist der Stale State so in der Medizin veranlagt? Weil dieser James S. Dale seine Operationen hauptsächlich in diesem Zustand durchgeführt hat. Also er hat die Patienten in diesen tiefen hypnotischen Zustand geführt und hat dort hauptsächlich Herzoperationen durchgeführt. Ja. Und in dieser Zeit, so 1808 bis 1859, war die Sterblichkeitsrate bei solchen Operationen grundsätzlich in den Krankenhäusern bei 50%. Und bei ihm sank sie durch seine Technik, durch die tiefen Hypnose, auf 5%. Also das muss man sich mal vorstellen, von 50% Sterblichkeitsrate auf 5%. Er hat eben diesen Zustand entwickelt und hat eben die tiefste Form der Hypnose sozusagen aufgedeckt. Ja. Heute arbeiten auch sehr viele Krankenhäuser mit diesen Zuständen, wenn zum Beispiel Patienten eine Unverträglichkeit gegen die Narkose haben. Okay, es geht ja nicht nur um diesen Stale State, sondern es geht ja auch um Gate 5, denn Gate 5 ist der Zugang zum Stale State. Und wenn man sich Filme ansieht, die immer so weitere Folgen haben, wie zum Beispiel Matrix Teil 1, 2, 3, dann weiß man, dass die meisten leider Flops werden, also die zweiten Teile. Aber ich kann dir eine Sache versichern, Gate 5 wird Gate 4 um das Zehnfache toppen. Nicht nur von der Frequenz, von der Technologie, von der Wirkung, sondern vom Zustand. Denn ich werde dich in diesen Zustand hineinführen und das schon beim ersten Mal anhören und du wirst dann sozusagen die tiefste Form der Hypnose erleben. Du wirst in Stage 6 gelangen. In Gate 4 hast du ja die körperliche Entspannung gemeistert und hoffentlich mit deinem Anker verankert. Und in Gate 5 werden wir die körperliche nochmal machen, nur vertieft, aber nicht mehr so tief, weil du ja durch deinen Anker schon ziemlich gut darin bist. Und wir werden direkt im Anschluss nach der körperlichen Entspannung die geistige Entspannung durchführen. Das heißt, wir werden gleich zwei Klappen mit einer Fliege schlagen. Und okay, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dann wirst du in einem sehr stabilen, somnambulen Zustand sein. Das heißt sozusagen körperliche Entspannung und geistige Entspannung. Ja. Ja, und dann führe ich dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Ich werde dich dann, wie gesagt, ab diesem Zustand, wo du sozusagen Körper, Geist komplett getrennt hast, dann in die tiefsten Tiefen der Tiefen führen und danach noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer. Die meisten wissen, dass meine Frequenzen in der Regel 45 Minuten haben. Diese Frequenz hat 90, also es sind Part 1, Part 2. Einmal 45 Minuten und danach Teil 2 auch 45 Minuten. Man sollte beide nach der Reihe anhören, denn der erste Part führt dich eben in diesen geistkörperlosen Zustand und der zweite Part führt dich dann in die tiefsten Tiefen der Tiefen hinein. Und es wird noch einen dritten Part geben, das sind 7 Minuten, das ist die Auflösung, mit der kommst du dann wieder raus aus diesem Zustand. Aber ich werde dann eh noch gleich ein bisschen genau darauf eingehen. Okay. Starten wir, was ist der Stale State genau? Man nennt ihn auch das hypnotische Koma. Das ist sozusagen der tiefste Zustand, den ein Mensch in einer Hypnose erreichen kann. In der Literatur wird dieser Zustand oft als geheimnisvoll und in den okkulten Wissenschaften verwendet. Ja? In meiner Diplom-Hypnose-Ausbildung habe ich den Lehrer gefragt, du, wie komme ich am besten in luzide Zustände, Astralreisen, Seelenreisen mit Hypnose hinein? Und das Erste, was er sagte, war, da kommt man ohne den Stale State gar nicht hin, ja, zumindest wenn man es bewusst mit Hypnose einleiten will. Ja. Das heißt, es führt kein Weg vorbei an diesen Stale State und darum ist der Stale State genau Gate 5, also die Mitte zwischen Gate 1 bis Gate 10 und ab der Mitte wirst du sozusagen ein Fundament haben und mit diesem Fundament hast du einen Zustand und mit diesem Zustand werden wir dann auf Reisen gehen. Ja. Und wenn du meine Arbeit und mich schon kennst, weißt du ja, dass ich mich immer verbessere und immer optimiere und mich auch sehr, sehr vertiefe. Ich habe ja alle Hypnosebücher, die es so ziemlich gibt am Markt und habe fast alle schon durch und konnte Gott sei Dank durch Speedreading und Superlearning das Wissen aus der Hypnose verinnerlichen, verankern und die Zusammenhänge erkennen. Die Essenzen habe ich jetzt in Gate 5 eingebaut, das heißt, es wird eine sehr, sehr mächtige Hypnose werden. Man könnte wirklich behaupten, es ist die tiefste Hypnose der Welt. Nicht, weil ich jetzt damit irgendwie prahlen will, sondern weil es tatsächlich in den tiefsten Zustand führt, den du überhaupt erleben
kannst. Und da ich so ziemlich alles Relevante, was funktioniert, eingebaut habe und miteinander verschränkt und verankert habe, wird das wie eine Rakete abgehen. Okay, ja, und eine Sache ist noch wichtig, und zwar der Standard Estelle State, den man so in Hypnoseschulen lernt, ist schon ziemlich relaxed und wo du wirst auch nicht mehr reagieren können dann. Und das, was du in G5 erleben wirst, wird ungefähr dreimal stärker sein als in den Hypnoseschulen, die du sonst kennst. Okay, was sind Anzeichen, dass du in diesem Estelle State bist? Das erste ist, du bist dann in einem Zustand, wo du komplett abgeschirmt bist von jeglichem Schmerz. Ja. Das heißt, du hast die vollständige Schmerzunempfindlichkeit, sogar so tief, dass man eben an dir eine Herzoperation durchführen könnte. Du würdest es nicht mehr spüren, was ja ein super Pre-Zustand ist für Astralreisen, Seelenreisen und luzide Zustände, dass du dich eben so tief entspannst, ja, dass du als Körper nicht mehr da bist und auch wirklich nicht mehr reagierst. Ja, und das Zweite, was passiert, dass du dann eine spontane Katalepsie erleben wirst. Das bedeutet, wenn du in diesem Zustand bist und jemand kommt und nimmt deinen Arm hoch, dann wird dieser Arm wie eine Wachsfigur einfach da bleiben. Du wirst ihn bewegen können. Ich blende dir ein paar Videos ein, wo du einfach ein paar Beispiele siehst, wenn Menschen in diesem Zustand sind, dass die einfach in diesem Zustand verharren. Ja? Also wenn du in diesem Zustand bist und du vergisst, dass du deine Hand runter tust und du hörst dir zum Beispiel die Frequenz an, dann wirst du, wenn du zum Beispiel jetzt eine halbe Stunde in dieser Frequenz bist, einfach eine halbe Stunde genauso und deine Hand behalten und nicht mehr bewegen können, weil du wirst so tief entspannt sein, dass es dir sogar schwerfällt, die Hand runter zu tun, weil du so tief entspannt bist. Ja, ja, dann, was noch passiert, ist ein Rapportverlust zum Hypnotiseur. Das heißt, in der Hypnose wirst du eben merken, dass derjenige in diesem Zustand ist, wenn derjenige nicht mehr auf dich reagiert als Hypnotiseur. Aber keine Sorge, ich habe deine Geheimwaffe, das heißt, du wirst auf meine Stimme immer hören, und wenn ich sage, geh raus oder tu das und das, dann wirst du darauf hören. Wo wird dieser Zustand angewendet? Das ist natürlich eines der wichtigsten Dinge, also der Hauptnutzen von diesem Zustand, und zwar die übliche Nutzung ist bei Operationen. Manche werden schon beim ersten Mal hören, in diese absolute Schmerzunempfindlichkeit hineinkommen, aber aus meiner Erfahrung ist es so zwischen 4 bis 21 Mal hören, dann wirst du so tief in diesen Zustand kommen und auch trainieren, tiefer in diesen Zustand zu kommen, dass du dann spätestens ab den 21. Mal hören die absolute Schmerzunempfindlichkeit erleben wirst. Also sprich, dann wirst du so sein, dass man wirklich an dir operieren könnte. Ja. Okay, und übrigens, wenn du G4 gehört hast und trainiert hast, dann wirst du mit G5 die Wirkung verzehnfachen, weil diese Induktionen und so weiter, ich habe dort Anker eingebaut in den vorigen G1 und so weiter, die in G5 rauskommen, und dieser Anker wird das Ganze einfach nochmal verstärken. Das ist auch der Grund, warum es immer sinnvoll ist, die ganzen Gates nach der Reihe anzuhören oder zu verinnerlichen und zu trainieren. Und wenn du dann nämlich später G6 hörst, dann wirst du sozusagen die ganzen Anker, die vorher waren, alle sehr schnell reaktivieren, und ab G10 wird das nämlich dann super easy, beziehungsweise auf meinen Seelenreisen-Seminaren, weil dort sparen wir uns die ganzen Einleitungen und die ganzen Anker. Da legen wir uns nur hin, machen ein paar Anker, das dauert dann ein paar Minuten und dann wirst du schon in diesem Zustand sein und dann geht's los in die Reisen. Der Estelle-Zustand ist die tiefste und höchste Form der Tiefenregeneration. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt nicht geschlafen hast die ganze Nacht, aber du musst morgen in der Früh auf und du hast nur mehr eine halbe Stunde Zeit und du weißt, okay, du brauchst die Energie, weil du zum Beispiel jetzt einen Vortrag halten musst, dann weißt du, in einer halben Stunde, wenn du jetzt einschläfst, wirst du wahrscheinlich nicht mehr aufwachen, dann kannst du mit deiner Selbsthypnose in diesen Estelle State gehen, eine halbe Stunde drin bleiben und du wirst genauso viel Energie haben, wie wenn du die ganze Nacht geschlafen hättest. Dieser Zustand ist übrigens auch noch die stärkste Waffe für die Selbstheilung. Das heißt, wenn du krank bist oder irgendwas an deinem Körper hast, dann aktivierst du damit die stärkste und schnellste Form der Selbstregeneration, weil du ja in diesem tiefsten Zustand bist, und in diesem Zustand aktivierst du eben dann eben diese Selbstheilung. Dann einen massiven Energiegewinn, habe ich schon erwähnt. 30 Minuten Estelle State ist ungefähr 8 Stunden Schlaf. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, aber so im Schnitt. Ja, man kann in diesen Zustand eintauchen als Vorzustand des Schlafes und dann in diesen Zustand einschlafen, dann wirst du die höchste Erholung und die höchste Energie am nächsten Tag haben. Also auch ein sehr, sehr
wichtiges Werkzeug, was man einfach ins Leben integrieren sollte, aus meiner Sicht, dass du vom jeden Schlafengehen in deinen Still State gehst und dann einschläfst und am nächsten Tag ein anderer Mensch bist, weil du einfach erfüllt bist mit Energie, mit Kreativität, weil du überladen bist. Ja. Was schlussendlich auch dazu führt, weil Energie ist ja Bewusstsein und Bewusstheit, was dazu führt, dass du damit, wenn du jeden Tag in diesen Zustand gehst und damit auch schläfst, einfach damit jeden Tag dein Bewusstsein erweiterst, wie auf einer Pyramide auf die höchste Ebene einfach bringst. Ich bin ja Bewusstseinscoach und das ist meine Pflicht, dir solche Werkzeuge in die Hand zu geben. In der Literatur wird oft verwiesen, dass dieser Zustand die Wundheilung massiv verstärkt. Also wenn du eine Verletzung hast, eine Operation hast und in diesen Zustand gehst, dann wirst du erstens mal diese Schmerzen nicht mehr spüren von der Operation oder einfach von der Wunde und du wirst dann die Regeneration massiv steigern. Okidoki, was ist noch wichtig in diesem Zustand? Und zwar, es ist der maximale Abbau von Stress und Anspannungen. Also wenn dein Körper verspannt ist, wenn du jetzt seit 2 Wochen unbedingt zur Massage musst, aber du hast keine Zeit oder du hast viel Stress, einmal in diesen Zustand rein und alles ist weg. Ja? Zum Beispiel Spitzensportler, Menschen, die Manager sind, einfach viel Stress haben, viel zu tun haben, auch viel kreativ arbeiten, die sollten regelmäßig in diesen Zustand eintauchen, um eben die höchste Form der Energiegewinnung und Energiekick sich zu holen, Kreativität und so weiter rauszuholen. Ich nutze diesen Zustand hauptsächlich eben, um außerkörperliche Erfahrungen, Seelenreisen und luzide Zustände einzuleiten, denn um diesen Austritt zu machen, benötigst du auch Energie und in diesem Zustand bekommst du die Energie. Ja. Es ist vergleichbar mit Dissoziation. Du dissoziierst dich bis zum Tiefsten der Tiefsten und dann geht's ab. Ja, also Menschen, die in diesem Zustand sind, fühlen sich vollkommen frei und komplett abgelöst von jeglichen Problemen, vom Ego und so weiter. Ja. Ja, und was gibt es noch? Damit kann man auch Erleuchtungszustände einleiten, was ja nichts anderes ist wie höchsten Formen von Bewusstseinserweiterung. Dann eben luzide Zustände, Astralreisen, Seelenreisen, die kann man einleiten, wenn man in den Estate State geht und dann zum Beispiel sich Suggestionen gibt, sich visualisiert, dass man rausgeht aus dem Körper, obwohl aus meiner Erfahrung es nicht so einfach ist, weil du wirst so tief entspannt sein, dass du nicht mal Lust hast, eine außerkörperliche Erfahrung zu machen, weil du einfach diesen Zustand genießt. Und weil es so schön ist in diesem Zustand, dass du einfach nichts mehr tun willst, außer in diesem Zustand zu bleiben. Und das ist halt so, dass du dann nicht mal deine Hand runter tun willst, weil es so angenehm ist in diesem Zustand. Aber falls du doch in diese Erfahrung machen willst, zum Beispiel luzide Träume und so weiter, dann kannst du dir einfach ein Bild vorvisualisieren mit einem Tunnel und dann tauchst du in dieses Bild ein. Wird vielleicht nicht bei jedem Mal klappen, aber mit Übung und mit Praxis wird es funktionieren, was aber nicht so schlimm ist, denn in den nächsten Gates werden wir sozusagen das sowieso machen. Ja, das, wir gehen dann in den Estate State und von da aus zeige ich dir dann, wie wir dann tiefer gehen in den Knietchenbau der Matrix hinein. Der Hauptvorteil kommt jetzt und zwar das Coole am Estelle State ist, er ist verankerbar in einer Selbsthypnose. Das heißt, wenn du ihn zwischen 7 bis 21 Mal trainiert hast, wirst du ihn so tief verinnerlicht haben, dass du einfach irgendwo bist, die Augen zumachst und dann binnen wenigen Sekunden in diesen Zustand sofort eintauchen wirst. Ich habe in Gate 5 einen Anker gesetzt, das ist eine rote Tür und der Anker wird so sein, dass du einfach die Augen schließt, dir diese Tür vorstellst und dir vorstellst, wie du zu dieser Tür hingehst, die Tür aufmachst, diese rote Tür und dann durch diese Tür gehst, wirst du automatisch in diesen Zustand hinein gleiten. Das ist sozusagen der Anker in Gate 5, es gibt noch weitere Anker, aber zu denen werden wir dann kommen, aber das wird sozusagen der Hauptanker sein für diesen Zustand und desto öfter du eben diese Frequenz hörst, desto tiefer wirst du in diesen Zustand gelangen und desto leichter und schneller wirst du in ihn gelangen. Ja. Das heißt, Gate 5 ist einmal richtig durchtrainieren und dann ohne die Frequenzen einfach selbst ohne nichts einfach einleiten oder vorm Schlafen gehen, Augen zu, Tür vorstellen, zack, durchgehen und erledigt. Ja, ja, du bist danach wirklich erledigt. Okay, ich habe hier noch Warnung stehen und zwar, wenn du in diesen Zustand gehst, dann sag deinen Partner unbedingt vorher, dass du jetzt in deinen Estate State gehst, denn das kann passieren, wenn der Partner nicht weiß, was der Estate State ist, dass dein Partner in den Raum kommt, dich liegen sieht, vielleicht irgendwie so und sich denkt,
du hast irgendeinen Anfall oder irgendwas ist mit dir los oder du bist im Koma oder du bist bewusstlos oder was auch immer. Und dein Partner wird versuchen, dich aufzuwecken und es wird in der Regel nicht funktionieren. Ja. Nicht, weil es nicht funktioniert wird, sondern weil du nicht, du wirst schon hören, dass dein Partner sagt, komm Schatz, was ist los, wach auf, aber du wirst so tief entspannt sein, dass du trotzdem einfach den Zustand so genießt und dieses Glücksgefühl und diese Freiheit, diese absolut höchste Form der tiefsten Entspannung wird so überwältigt sein, dass du lieber in diesem Zustand sein wirst, als dass du rausgehst und deinem Partner sagst, Schatz, ich bin doch eh hier. Lass mich bitte einfach in diesem Still State bleiben. Ja? Also du wirst immer bei vollem Bewusstsein sein, du wirst alles hören, du wirst alles mitbekommen. Du wirst auch rausgehen können, jede Zeit, wenn du möchtest. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du es nicht tun wirst, weil das Gefühl dieses Zustandes so hoch ist und dass jegliches, ich will da nicht mehr raus, blockiert wird. Ja, somit sagt deinem Partner vorher Bescheid, du Schatz, ich gehe in den Estelle State, das heißt, ich bin mal nicht ansprechbar. Übrigens keine Sorge, es ist nicht so schlimm, wie ich es jetzt beschreibe. Manche haben jetzt vielleicht dadurch Angst bekommen, und zwar Angst, nicht mehr aus diesem Zustand rausgehen zu können, und auch nicht auf mich zu hören, weil ich ja dort der Hypnotiseur bin. Aber ich werde dir gleich deine ganzen Ängste nehmen. Und zwar, der Estelle State ist, man sagt zwar Hypnotic Coma State, es ist auch ein Koma-ähnlicher Zustand, aber es ist keine direkte Koma. Es ist auch keine Bewusstlosigkeit. Das heißt, du bist immer bei vollem Bewusstsein und du bekommst alles mit. Das heißt, wenn jemand im Raum steht, hineinkommt, wenn Kinder herumschreien, wenn auf einmal eine Bombe explodiert, du wirst alles mitbekommen und du wirst alles hören, aber auch wenn daneben irgendwas explodiert, dir wird das so egal sein, weil du einfach diesen Zustand genießt. Ja, ja, man, wenn du öfter in diesem Zustand bist, dann wirst du dann natürlich einfach aufstehen aus diesem Zustand, weil du ja weißt, wie du wieder reinkommst. Aber wenn du das erste Mal in diesem Zustand bist oder die ersten Male, dann wirst du nicht mehr raus wollen, weil es einfach so angenehm ist. Ja. Also die Mittel, wie du rauskommst. Ja. Erstens, spätestens wenn du pinkeln musst, wirst du aus diesem Zustand selbst rauskommen. Ja. Du wirst dich nicht in die Hose machen, du wirst einfach aus diesem Zustand gehen, ob du willst oder nicht, und dann wirst du aufs Klo gehen. Also spätestens da wirst du rauskommen. Zweiter Punkt ist, ich habe am Anfang und direkt, bevor du in diesen Zustand trittst, Anker gesetzt. Sogar in Gate 4 habe ich Anker gesetzt, die du dann hier wieder aktivieren kannst. Und mit diesem Anker, das ist so eine goldene Uhr, und der Sekundenzeiger ist bei 55, und wenn er bis 60 raufgeht, dann wirst du aus diesem Zustand automatisch rauskommen. Ja, das ist sozusagen die Auflösung. Und es wird noch eine 7-minütige Frequenz geben. Das ist deine eigene Frequenz, das ist so eine Auflösungsfrequenz, die tust du dann einfach am Schluss hinein und dann kannst du dich damit selbst rausholen. Das ist wichtig für diejenigen, die Schiss haben. Für die habe ich das extra eingebaut, das heißt keinen Schiss. Hör einfach Part 1 an, danach Part 2 und danach tu die Auflösung rein. Das heißt, du bist dann ungefähr 25 Minuten in diesem Estelle State drin und dann hole ich dich wieder raus aus diesem Zustand. Und wenn du dann Übung hast und diese ganzen Anker verinnerlicht hast, dann tust du einfach dann die Auflösung raus und dann gehst du einfach in diesen Zustand rein und dann bleibst du so lange drin, wie du willst und holst dich einfach selber raus. Ja? Und später wirst du dann sogar Part 1 und Part 2 nicht mehr benötigen, denn du weißt ja mit dieser Selbsthypnose, wie du dann hineinkommst und du machst dann die Augen zu, zack, Tür vorstellen, durchgehen und du bist in diesem Zustand drin. Was auch noch wichtig ist, im Grunde kannst du jederzeit raus, auch ohne diese ganzen Auflösungen, einfach mit dem freien Willen aufstehen. Und viele glauben, oh, wenn ich in dieser tiefen Hypnose bin, wenn man nicht aufgelöst wird, dann bleibt man in diesem Zustand bis in alle Ewigkeit drin. Das stimmt nicht, das ist ein Mythos in der Hypnose. Hypnose ist immer das, dass du immer bei vollem Bewusstsein bist und es gibt keine, du musst jetzt, wenn du tief drin bist, tief nach oben zählen, dass du rauskommst. Es ist umgekehrt, wenn du in der tiefsten Hypnose bist und du sagst dir einfach selbst, ich werde jetzt einfach meine Augen aufmachen und wenn ich bis 1 zähle, dann werde ich aufstehen
1 und du wirst aufstehen können. So funktioniert Hypnose und das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Man braucht eigentlich diese ganzen Auflösungen nicht, weil es ist zwar nett, dass man einfach Schritt für Schritt zurückgeholt wird, weil es einfach ein bisschen angenehmer ist, aber im Grunde benötigt man das in keiner Hypnose und auch nicht im Stale State. Ja? Also ich hoffe, ich konnte damit deine Ängste nehmen. Kommen wir jetzt zu dem Hauptvorteil von Gate 5, und zwar der Hauptvorteil ist, dass du da nicht nur in diesen Zustand mal gelangen wirst und die höchste Form der höchsten Entspannung und das höchste Glücksgefühl erleben wirst, sondern es ist ein Werkzeug. Es wird dir ein Mittel sein, was du in dein Leben mitnimmst und für immer mitnehmen kannst. Ja, das ist wie wenn ich dir etwas schenke, eine Fähigkeit. Ja, wie wenn du hell sehen kannst auf einmal und auf einmal siehst du, ja, Aura und solche Dinge, oder du kannst mit Toten reden und so, und der Stale State wird eine Fähigkeit von dir sein. Nicht wie alle anderen Frequenzen, wo du hörst und trainierst und dann mit der Frequenz in diese Zustände kommst. Nein, Gate 5 wird anders sein, und das ist auch der Sinn vom Seelenreisenprogramm, dass du Fähigkeiten bekommst. Fähigkeiten. Ja, das heißt, wenn du es trainiert hast, 21 Mal hören, Augen zu, ohne nichts, ohne Frequenzen, ohne nichts, Tür vorstellen, durchgehen, und du bist in diesem Zustand drin. Und das wird eine Fähigkeit sein. Und ich habe ja vorhin aufgezählt, welche Vorteile du davon bekommen kannst. Und diese Fähigkeit, denke ich, sollte jeder Mensch in seinem Leben haben. Ich würde sogar sagen, wenn man in die Schule kommt, sollte man trainieren, den Stale State zu erreichen, mit Ankern. Und dann sollte jeder Mensch, wenn er in die Arbeit geht oder ins Bett geht, immer in den Stale State gehen. Das ist sozusagen eine Fähigkeit, die jeder braucht, aus meiner Sicht. Ich war schon sehr oft in diesem Zustand, und ich weiß zum Beispiel heute, jetzt ist es, welcher Tag ist heute? 4. Dezember, also heute kommt das Video live. Es ist jetzt 2.19 Uhr, ich filme gerade. Ich habe seit 2 Tagen nicht geschlafen, weil ich so viel zu tun hatte, weil ich dachte, ich mache nur 45 Minuten, aber ich habe mich dann so kreativ vertieft, dass ich jetzt 2,5 Tage insgesamt nicht geschlafen habe. Aber ich kann ja dank Stale State in den Stale State rein, weil ich es ja schon verinnerlicht habe in der Selbsthypnose. Das heißt, ich bin in diesen 2,5 Tagen gesamt ungefähr eine Stunde in diesem Stale State gewesen, und das reicht absolut für die Energie. Ich muss seitdem nicht mehr schlafen. Richtig coole Sache. Ich will damit nicht sagen, dass du mit Gate 5 nicht mehr schlafen brauchst, aber wenn du zum Beispiel so wie ich viel Arbeit vor dir hast, dann kannst du diesen Zustand nutzen, um Energiereserven zu holen, um mit diesen zu arbeiten. Ja. Oder eben luzide Zustände einzuleiten oder kreative Tätigkeiten und so weiter. So Musik zum Beispiel. Ja. Bevor ich Musik mache, gehe ich in den Stale State, hole mir Energie, Kreativität, Power. Ich gehe raus aus dem Zustand und dann geht's los. Also da, ja, Bewusstseinserweiterung. Ich sage nichts mehr dazu. Es ist alles Bewusstseinserweiterung. Okay. Was ist noch ein Hauptvorteil? In diesem Fall hat Gate 5 nicht nur einen Hauptvorteil, sondern zwei. Und zwar, ich habe am Schluss etwas eingebaut. Das wird die höchste Überraschung für dich sein. Ja? Also wenn du Part 1 gehört hast und danach Part 2, danach in den Stale State gehst und dann in diesen Stale State bleibst, danach kommt etwas, das dich umhauen wird. Und das wird alles, was du kennst, übertreffen. Aber ich will jetzt nicht sagen, was. Es soll eine Überraschung sein. Okay, kommen wir jetzt zu den Features in Gate 5, die neu sind. Und zwar, ich habe ein neues Sprachmuster eingebaut. Das habe ich nicht in den Hypnosekursen gelernt, die ich besucht habe, sondern das habe ich mir selbst antrainiert durch alle Bücher, die es gibt, und die Essenzen draus und die Zusammenhänge draus, und mir überlegt, wie kann ich das nochmal verbessern? Ich habe diese Fähigkeit, sehr analytisch denken zu können, weil ich ja vorher Datenforensiker war, und Zusammenhänge zu erkennen und dort eben Strategien und Techniken zu entwickeln, die vielleicht noch keiner kennt, was dazu führt, dass ich Erfinder bin, ja, weil Gate 5 ist eine Erfindung. Ja. Ja, und eines dieser Dinge ist zum Beispiel ein komplett neues Sprachmuster in der Hypnose. Das heißt, in Gate 5 werde ich das ganze Gate 5, aber ein Teil davon, nicht direkt mit dir sprechen, sondern jeder Mensch hat ja ein Überbewusstsein, also ein höheres Selbst, ein Bewusstsein, also das, wer du jetzt bist, derjenige, der das Video gerade siehst, und ein Unterbewusstsein. Also das Unterbewusstsein ist das, was eben dein Körper steuert, dein Melatonin ausschüttet, Serotonin und so weiter. Und ich habe eine Form der Kommunikation entwickelt, wo ich direkt
mit deinem Unterbewusstsein sprechen kann, während du komplett wach bist. Ja? Ich werde das jetzt sogar demonstrieren. Und du wirst jetzt sogar gleich sehen, wie dieser Effekt sein wird. Okay? Also, schließ jetzt bitte deine Augen. Ich zeige dir jetzt mal, wie so die alte Version der Hypnose ist. Okay? Also, du wirst immer müder und müder. Und je müder du wirst, desto stärker entspannst du dich. Und desto stärker du dich entspannst, desto tiefer sinkst du in einen sehr, sehr angenehmen Zustand der Hypnose. Okay, stopp. Mach deine Augen wieder auf. Manche haben jetzt vielleicht schon was erleben können. Und jetzt zeige ich dir die neue Variante, die, wo ich direkt mit deinem Unterbewusstsein kommuniziere. Da kannst du tun, was du willst. Dein Unterbewusstsein wird voll darauf reagieren. Weil dein Unterbewusstsein hört auf Bilder, auf Emotionen und auf Metaphern. Und ich habe jetzt dasselbe, was ich jetzt sage, werde ich dir jetzt anders sagen. Ich werde es in diese drei Dinge verpacken. Metaphern, Emotionen und Bildern. Und werde alles koppeln und werde so sprechen. Dann wird die Wirkung von meinen Sätzen, die ich sage, vertausendfacht. Ja? Machen wir gleich das Experiment. Schließ bitte deine Augen, während du da sitzt und dich vollständig entspannst. Sinkst du mit jeder Sekunde, die verstreicht, immer tiefer und tiefer in Trance. Wie ein Bach, der am Gipfel eines Berges in den Alpen nach unten fließt. Fließt auch du in diese tiefe Entspannung hinein. Verschmelze mit diesem Bach, der nach unten fließt. Neben dir siehst du die Bäume. In dir spürst du die Fische schwimmen. Doch sie lassen sich vom Wasser ganz nach unten treiben. Genauso wie die Fische sich ganz nach unten treiben lassen können, kannst auch du dich ganz einfach nach unten treiben lassen. Ruhig, gelassen, im Fluss des Lebens. Lass dich einfach nach unten treiben. Genieße es. Du musst nichts tun. Lass dich einfach nach unten treiben. Ganz nach unten treiben. Sinke dabei immer tiefer in dieses herrliche Gefühl der absoluten Entspannung. Du musst nichts tun. Lass dich einfach vom Wasser mittreiben. Treibe in das Tal hinunter. Und je tiefer du nach unten gelangst, desto tiefer entspannt sich dein Körper. Und je mehr sich dein Körper entspannt, desto stärker entspannt sich auch dein Geist. Ich werde jetzt bis drei zählen und dann kannst du wieder deine Augen aufmachen. 1, 2, 3. Und wie geht's dir? Das war doch mal eine andere Liga. Das Schöne an diesem Text ist, den ich jetzt selbst erfunden habe, dass ich Dinge eingebaut habe, wie zum Beispiel, und wie Fische sich nach unten treiben lassen können, kannst auch du dich nach unten treiben. Das ist für diejenigen, die nicht so ansprechend sind auf Hypnose, das Unterbewusstsein weiß, Fische können nach unten treiben. Unterbewusstsein weiß, Fische treiben nach unten. Und wenn ein Fisch das kann, dann kann ich das auch. Ja? Also diese Kommunikation ist so tiefenpsychologisch, dass die Wirkung einfach um ein Vielfaches verstärkt wird als in einer Standardhypnose. Ja, und Gate 4 wird so aufgebaut sein. Und die anderen Gates, da wird die Post abgehen. Okay, was kommt noch? Ein Gong. Ich werde ja eine Tiefenhypnose machen. Das heißt, ich werde dich runterführen, wieder raufführen, wieder runter, weil in der Hypnose geht es immer runter, rauf, runter, rauf, wie Wellen. Und eine Verstärkung der tiefen Hypnose ist, dass ich dich runterführe und dann dich bewusst wieder rausführe und dich dann wieder runterführe und dann wieder raufführe. Und du wirst bei jedem Mal, wenn du raufkommst, noch tiefer gehen und du wirst sozusagen diese eine Welle, wo du sonst einfach grundsätzlich raufkommst, umgehen. Ja? Und das mache ich mit einem Gong-Effekt und mit den Schnipsen. Und dieser Gong, der kommt, also ich habe hier einen Anker noch eingebaut, den wir auch später in den nächsten Gates verwenden werden. Und zwar, wenn ich dort Schlaf zu dir sage, dann kommt ein Gong. Und dieser Gong, der ist nicht Gong, sondern dieser Gong wird im 360 Grad um dich kreisen.
Ja? Wirst du natürlich nur hören, wenn du Muschelkopfhörer hast, aber dieser Effekt, dass wenn du diesen Gong hörst und dieses Nachklingen vom Gong wird um dich umkreisen. Im EEG sieht man wunderschön, wie dadurch die Trance auf einmal so wumm, runterfällt, weil die Idee kam mir, als ich mich mit dem Thema Schamanismus beschäftigt habe, und die sitzen ja auch dort, drehen sich im Kreis und jemand singt in der Ecke, und durch diese Kreisbewegung kommen diejenigen, die sich drehen, in Trance. Ja, und die Idee war, dass ich eben diesen Gong als 3D-Effekt nutze und eine Dissoziation damit erzeuge, ja, die dazu führt, dass man in diesen Trance-Zustand schneller hineingelangt. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, das war zum Adlerflug. Das ist sozusagen in der Mitte der Höhepunkt, also Gate 5 hat mehrere Höhepunkte. Der erste Höhepunkt, das ist wirklich wie beim Orgasmus, der Adlerflug in der Mitte, dann ungefähr so das letzte Drittel, am Ende des letzten Drittels, das Betreten des Stale States und unmittelbar danach die Überraschung, die dann noch kommt. Der Adlerflug ist so, du wirst dann eben schon kurz vor dem Stale State sein, das heißt, du bist schon komplett tiefenentspannt, fast luzid schon, und dort wirst du eben rausgehen und von G2, diejenigen, die G2 kennen, die kennen ja diesen 3x Adler sagen, da verwandelt man sich in den Adler, also die haben das auch schon verankert. Und dort wird man dann eben mit diesem tiefen Trance-Zustand sich als Adler verwandeln, und dann gebe ich dir ungefähr 10-15 Minuten Zeit, wo du dann als Adler einfach in den Wald fliegst, in den Himmel fliegst und auch tatsächlich das Gefühl des Fliegens und der absoluten Freiheit erleben kannst. Und das wird so geil sein, ich garantiere es dir. Und ich habe nämlich dort was eingebaut, wo du dann in die Atmosphäre fliegst und dann von der Atmosphäre hinunter und oben gibt es einen Wind, der kommt. Desto höher du natürlich nach oben gehst, kommt ein Wind, ne? Und ein Wind dreht sich im Kreis und ein anderer Wind dreht sich in die andere Richtung, ja? Und wenn du dann oben bist, und dann musst du nämlich von oben ganz schnell wieder hinunter in dein Haus, in das Holzhaus im Wald, und in diesen Blitzflug nach unten dreht sich diese Umdrehung von Geschwindigkeit 1 auf 10. Also das dreht sich so schnell, dass du komplett dissoziiert wirst. Ja? Und dieser Sinn, das ist auch der Grund, warum ich das Cover gewählt habe, ist, dass du dich vertiefst, frei bist, Freiheit empfindest, als Adler nach oben gehst und dann diesen Fall machst, diesen Fall nach unten. Und alle, die Gate 3 kennen, wissen ja, wie es war, dieses Gefühl, oben am Berg zu stehen und dann mit einem Fallschirm nach unten zu springen und dieses wow, ist das geil, nach unten zu fallen und zu genießen, diesen Freiflug mit dem Wind und so. Ich weiß, viele haben dann nur diese Szene immer wieder nach vorn gespult und nacherlebt, weil das einfach so ein geiles Gefühl war. Und alle, die schon mal Fallschirmspringer waren, wissen, wovon ich spreche. dieses Gefühl habe ich hier verzehnfacht und von der Länge in die zehnfache Länge gezogen. Das heißt, wenn dir dieses Gefühl gefallen hat, dann wirst du es jetzt richtig hardcore-mäßig erleben, ja. Zusätzlich wirst du eben durch diesen Wind, der sich so drehen wird, um deine Achse und immer schneller dreht und während du runterfliegst, komplett dissoziiert, was eben dazu führt, dass du, wenn du unten ankommst vor deiner Holzhütte, den Zustand nochmal verzehnfacht hast von der Entspannung. Ja? Und das sind eben alles so Effekte, die ich eingebaut habe, die normalerweise im normalen Stale State nicht dabei sind. Ja? Man kann ja in den Stale State ja in der Standardvariante schon in 30 Minuten hineinkommen. Ich habe extra jetzt hier 90 Minuten gemacht, weil du ja ungefähr die Hälfte in diesem Zustand bist und die andere Hälfte eben diesen Freiflug machst und so weiter. Also 45 Minuten ist die komplette Induktion mit Vertiefung dorthin. Ich weiß, das Video ist schon ziemlich lang, aber es ist mir einfach wichtig, wenn ich etwas mache, dass ich ganz genau erkläre, was passiert dort, was wirst du erleben. Ja, das ist mein Hobby, es ist mein Leben, diese Arbeit, und ich möchte dir auch alles darüber erzählen. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt so ein krasses Video darüber mache, das lange dauert, wo ich einfach sehr ins Detail gehe. Ja, aber es war auch monatelange Vorarbeit. Okidoki. Was habe ich noch eingebaut für dich? Und zwar verschränkte Anker. Und zwar, ich habe in Gate 5 Anker, die sich miteinander verschränken, eingebaut. Das heißt zum Beispiel, dieses Gong werde ich am Anfang einbauen, später einbauen und später einbauen. Dann zum Beispiel einen Hebel, und du drehst einen Hebel
nach unten, von 30% auf 20% und so weiter. Am Anfang drehst du diesen Hebel, dann kommt eine andere Phase, dann wieder eine Phase, dann kommt wieder der Hebel und dann drehst du von 20% auf 10%, dann kommt wieder was anderes und dann drehst du am Schluss dann noch auf die letzten 10% und trittst dann in den Estate State hinein. Das heißt, dieser Hebel ist ein Anker, der im Anker der drin vorkommt, und in den nächsten Gates wird dieser Hebel wieder vorkommen. Das heißt, du wirst später ganz einfach mit diesen ganzen Ankern arbeiten können. Was ist noch relevant zu wissen? Ich habe dort auch Anker eingebaut, die in den nächsten Gates kommen. Ich habe schon bis Gate 10 alles durchgeplant und ich weiß, welche Anker in den nächsten vorkommen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Gate 5 hörst und verinnerlicht hast und diese Anker kennst, und die werden ja in der Selbsthypnose programmiert, also in diese einmal hören und das wird programmiert in dein Gehirn. Und du hörst dir dann später Gate 7 zum Beispiel an, ja? Dann wirst du in Gate 7 durch diese 5 Anker, die du dort programmiert hast, den 10-fachen Effekt erleben, weil dein Unterbewusstsein sofort auf den Anker reagieren wird. Und das Coole kommt jetzt, wenn du zum Beispiel immer Gate 12 hörst, und in Gate 12 lernst du neue Anker, die dir noch viel tiefere Zustände erlauben. Ein Anker wird zum Beispiel sein, stell dir was vor und du wirst sofort luzid sein. Ja, das wird so cool. Und wenn du diesen Anker dann erlebst und du bist dann im luziden Zustand, als Beispiel, dann kannst du im luziden Zustand den Anker von Gate 5 holen, zum Beispiel die rote Tür, durchgehen und du wirst im luziden Zustand in den Estate State eintauchen. Also du wirst dann sowas von geile Bewusstseinsexperimente machen können mit diesen ganzen Ankern. Das wird dich umhauen. Ja. Es wird aus dir einen Superhuman machen. Das ist ja meine Aufgabe als Bewusstseinscoach, dir einfach diese Fähigkeiten zu geben. Ja. Und das weißt du hoffentlich durch dieses Video, was ist denn das Seelenreisenprogramm, was machst du damit? Jetzt lüfte ich sozusagen endlich das Geheimnis. Ja? Und was noch zum Beispiel sein wird, ist, dass wenn du jetzt in Gate 5 diese Anker verinnerlicht hast, diese 7 Anker, die ungefähr drin sind, und du hörst dir später Gate 1 an, dann wird Gate 1 noch verzehnfacht, ja? Weil ich habe hier Anker eingebaut, die in Gate 1 vorkommen, also zumindest ab der Version 2.0. Also alle, die noch kein Membership haben, holt euch die neue Version, weil die neue Version wird ja komplett umgestaltet von Gate 1, Gate 2 genauso, Gate 3 und Gate 4 wird wieder neu gemacht, weil die Anker, die ich jetzt in Gate 5 eingebaut habe, werden in den anderen eingebaut. Ein Anker in Gate 1 wird zum Beispiel sein ab der neuen Version, dass du auf der Wiese liegst, wirst du gleich miterleben bei Gate 5 in der ersten Szene, wo alles ein blauer Himmel sein wird und dort sind Wolken und da gibt es eine Atemtechnik, die du machst, und mit dieser Atemtechnik beim Ausatmen bläst du die Wolken weg und damit programmierst du dein Unterbewusstsein darauf, dass deine Wolken, dass dann durch das Ausatmen die Wolken verschwinden, ja, und das wird programmiert. Das heißt, immer wenn du jetzt irgendwo bist und du hast gerade viele Gedanken, Augen zu, stell dir den Himmel vor und atme dreimal tief aus und bei jedem Ausatmen siehst du, wie die Wolken verschwinden, zack, Himmel ist klar, Augen auf, Gedanken frei und du bist befreit. Und das hält dann ziemlich lange an, dieser Zustand. Und was in Gate 1 zum Beispiel noch sein wird, ab der neuen Version, die kommt übrigens auch bald, ist, dass du das in der tiefen Hypnose eine Programmierung gesetzt wird, und zwar, immer wenn du blinzelst, dann blockierst du den Gedanken, der kommt, zumindest der automatisierte, und dein Unterbewusstsein lernt so, hey, immer wenn der blinzelt, dann unterbricht er meinen Energieschub und das mein Energieschub, also den Gedanken. Und das Unterbewusstsein ist ein sehr intelligentes System und es ist so programmiert, dass es Energie nicht verbrauchen will, unnötig. Und wenn ein Unterbewusstsein weiß, hey, ich schicke dann immer Gedanken, aber der bricht sie immer in der Mitte ab, dann sind das unsinnige Gedanken, weil sie werden nicht ausgedacht, ja? Sie werden nicht fertig gedacht. Und dein Unterbewusstsein lernt so, dass grundsätzlich es dir keine automatisierten Gedanken mehr in Zukunft schicken soll, weil es nichts bringt, weil es ja sowieso blockiert wird. Und das ist die geilste Fähigkeit, die es gibt. Und die wird in der neuen Version von Gate 1 eingebaut. Und diese wird übrigens sehr bald kommen. In den nächsten 1 bis 2 Wochen übrigens. Cool, oder? Ja, auf jeden Fall geht die neue Version von Gate 1, ich rede jetzt voll über Gate 1, obwohl wir über Gate 5 Videos sind, aber ist egal. Die neue Version von Gate 1 wird halt so sein, dass wenn du Gate 1 mehrmals gehört hast, dass du dann auf einmal komplett zack
gedankenfrei wirst, was automatisch dazu führt, dass du mehr Energie hast am Tag, weil wir denken über 70.000 Gedanken pro Tag und über 97% sind komplett unnötig und negativ. Und diese 97%ige Energieverschwendung wird damit komplett weggeblasen. Was eben automatisch dazu führen wird, dass wenn du öfter in diesem gedankenlosen Zustand bist und bleibst, dass du dich immer näher auf der Bewusstseinstabelle deinen Erleuchtungszustand nähern wirst, ja, ob du willst oder nicht. Du wirst einfach ein glücklicherer Mensch werden damit. Okidoki. Was habe ich noch eingebaut? Die Verankerung im Unterbewusstsein, in G5 wirst. Das heißt, es wird programmiert, wenn du in diesem Zustand bist. Dort kommt eine Programmierung in dein Unterbewusstsein, weil in der Hypnose geht das, dort wird was programmiert. Hypnose ist so cool, gehst einfach in dein Unterbewusstsein, öffnest die Tür wie ein Computer, schreibst was rein, gehst wieder raus und es wird auf einmal so sein. Das ist richtig cool, wenn es nicht beim ersten Mal klappt, einfach mehrmals machen und es wird bei jedem funktionieren. Und das Coole ist eben, dass dieser Zustand dann programmiert wird und mit diesem Anker immer wieder reaktiviert wird, wo du dann später diese ganzen Gates dann nicht mehr benötigst. Was ja auch der Sinn vom Gate-Programm ist, ja, das sind ja Tore. Darum heißt es auch Gate. Du gehst durch ein Tor, durchs nächste Tor, bis du das höchste Maß an Bewusstheit und Superhuman wirst. Dann, nächster Punkt, es ist jetzt nicht nur eine 45-Minuten-Datei, sondern es sind zwei 45-Minuten-Dateien. Also die erste Datei führt dich eben in diesen Körper-Geist-befreiten Zustand und die zweite Datei führt dich in diese tiefsten Ebenen und so weiter und so fort. Und du musst halt beide nach der Reihe durchhören und du hast dann noch die dritte Variante, wo du dich dann in 7 Minuten wieder rausholen kannst, ja, aus diesem Zustand. Und wenn du dich fragst, ob es mehr kosten wird, weil es doppelt so viel ist, nein, es wird genauso viel kosten wie ein normales Gate-Programm. Mir geht es darum, dass du Fähigkeiten erlangst. Okidoki, die letzte und siebte Überraschung ist das Ende. Das werde ich dir nicht verraten, denn da habe ich was eingebaut. Wenn du dich dem Ende näherst und im Stale State bist, dann kommt etwas, das wird dich umhauen und das wird nochmal alles übertreffen. Ja, ich könnte jetzt noch viel länger drüber reden. Ich habe hier noch 3 Seiten, über die ich dir noch was erzählen kann, aber das werde ich jetzt nicht tun. Ich würde mal sagen, lass dich einfach überraschen von diesen 3 Seiten, die ich jetzt eigentlich noch reden wollte, aber das Video wird jetzt doch zu lang. Ich würde am besten sagen, hol dir G5 und lass dich überraschen, was dich dann erwartet. Ja. Das Einzige, was du jetzt noch als Hürde überwältigen musst, ist, dass du nicht einschläfst. Ja. Das heißt, höre es irgendwann, vielleicht nicht direkt vorm Schlafen gehen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du schläfst, dass du dabei einschlafen wirst. Ja. Weil ich habe dort nicht nur die Hypnose drin, sondern die Frequenzen. Und diese Frequenz von G5 wird anders sein als alle anderen Frequenzen, die du von mir kennst, weil sie ist nicht so die, oh, ich führe dich von Alpha runter, sondern sie fängt direkt schon mittlere Theta an und führt dich runter in das tiefste Delta hinein. Ja? Und ab Estelle State bist du bei 0 Hertz, also bist du offline. Ja, ja. Wirst du auch wissen, warum, wenn du den 7. Punkt kennst. Ja, das ist wichtig, dass du nicht einschläfst. Und ein Tipp für diejenigen, die sich für mystische Dinge interessieren. Erstens, lese dir sowieso unbedingt die Nutzung durch und hol dir die PDF, druck sie dir aus und lese dir wirklich die Nutzung durch. Ja. Und für die Mystischen unter euch, also luzide Träume, Seelenreisen, Astralreisen und Co. oder DMT-Trips oder Gottverschmelzungen, Transzendenzerfahrungen, ist jetzt alles möglich mit diesem Zustand. Höre G5 in der Schlafunterbrechung. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, findest du auf meiner Webseite, wie die Schlafunterbrechung genau funktioniert, wie du sie am besten indizierst. Und wenn du die Schlafunterbrechung machst und danach G5 hörst, dann kannst du eben ganz krasse Dinge erleben. So viel soll es gewesen sein, das Video ist jetzt ziemlich lang geworden, aber es ist halt mein Hobby und da gehe ich liebend gern ins Detail. Aber zumindest weißt du jetzt, was dich erwartet. Also, ab jetzt sind die Tore geöffnet für G5 und ich bin gespannt auf dein Feedback und das erwarte ich mir von dir, wenn du es gehört hast, wenn du Dinge erlebt hast. Bitte schreib mir unbedingt eine Rezension auf meine Webseite, was du erlebt hast, wie tief es wirklich bei dir ging und wie stark die Anker beim 2., 3., 4., 5. Mal und so weiter bei dir gewirkt haben.
Das wäre mir ganz wichtig. Und ja, ab jetzt sage ich nur mehr eins. Hole dir diese Fähigkeit in dein Leben, integriere sie in dein Unterbewusstsein, programmiere diese Fähigkeit hinein und dann wird sich dein ganzes Leben, alles was du ab jetzt tust, dank diesem Zustand für immer verändern. Und alle, die auf der Jagd nach Astralreisen, Seelenreisen und luziden Träumen sind, ab jetzt sind die Tore für sowas wirklich geöffnet. Also, danke fürs Zusehen und ich freue mich sehr, dass du das Video bisher gesehen hast. Lass mir ein Like da. Bitte hinterlass mir auch hier einen Kommentar, wenn du mit Gate 5 gearbeitet hast, was du erlebt hast. Und ich freue mich so sehr, dass ich so viel Arbeit reinstecken durfte und endlich das produzieren durfte. Und es ist wirklich mir eine riesengroße Ehre. Also, danke nochmal, dass ich das tun darf, was ich tue. Bis bald. Ciao.